In diesem Video möchte ich Ihnen die Einrichtung der Speedport WLAN Bridge der Telekom zeigen und wie Sie damit kabellos Ihren Media Receiver mit dem Speedport Router verbinden. Ich habe hier das WLAN Bridge Duo Set, bestehend aus der WLAN Basisstation, die in der Nähe Ihres Routers installiert wird, und den WLAN Adapter, der zu Ihrem Media Receiver kommt, um diesen dann kabellos mit dem Router zu verbinden. Die Einrichtung ist eigentlich kinderleicht. Die beiden Geräte, weil ich sie zusammen als Set gekauft habe, sind bereits werkseitig miteinander gekoppelt. Ansonsten wäre die Kopplung aber auch kein Problem. Auf der Rückseite stecke ich hier einmal das Netzwerkkabel an. Dieses habe ich hier mit meinem Speedport-Router im Hintergrund schon verbunden und schließe nun das Stromkabel an. Und da sieht man hier schon, dass das Gerät jetzt bootet und Adapter sucht. Den WLAN-Adapter hier für den Media Receiver nehme ich hier mit rüber. Ich habe hier auf dem Tisch schon alles vorbereitet. Da kann ich schon mal das Netzwerkkabel vom Media Receiver anschließen. Den habe ich auch noch vom Strom getrennt. Und einmal das Stromkabel vom WLAN-Adapter. Und ich warte dann erstmal einen kleinen Moment, bis die beiden Geräte sich miteinander verbunden haben. Dafür gibt es hier vorne eine Leucht-LED, die jetzt im ersten Moment erstmal blinkt. Und ganz am Ende, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, zeigt er mir hier die Signalstärke an. Im Hintergrund bei dem Adapter sehen wir jetzt auch schon die LEDs blinken. Ganz unten ist die Power-LED, also dass Strom anliegt. Und darüber blinkt jetzt die LED mit der Bezifferung 1. Das ist also mein erster WLAN-Adapter, den ich jetzt hier gerade verbinde. Die Basisstation kann bis zu 4 solcher WLAN-Adapter verwalten. Und entsprechend würden dann halt die anderen LEDs auch blinken, wenn weitere Adapter verbunden sind. So, hier sieht man jetzt einen Suchlauf. Also er ist jetzt dabei, sich zu verbinden. Deswegen laufen diese LEDs hier durch. Und wenn das abgeschlossen ist, wie gesagt, dann würde dort die Signalstärke angezeigt werden. Sie können also dann die Position des WLAN-Adapters so optimieren, dass er dort steht, wo Sie den besten WLAN-Empfang haben. Also auch mal eine Ausrichtung, auf welche Seite des Wohnzimmer-Sideboards Sie den zum Beispiel stellen, damit Sie den besten Empfang haben. Auf der Rückseite hatten Sie ja gesehen, gibt es noch eine zweite Netzwerkschnittstelle. Also Sie können neben dem Media Receiver zum Beispiel auch Ihren Computer ran anschließen. Oder wenn der Media Receiver die Zweitbox in der Nähe steht, können Sie das natürlich auch daran anschließen. Oder die Zweitbox natürlich über einen zweiten WLAN-Adapter. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass bis zu 4 WLAN-Adapter an der Basisstation anmeldbar sind. Die sind natürlich dann nicht mehr vorkonfiguriert. Wenn Sie einen weiteren Adapter kaufen, lassen Sie sich aber ganz einfach koppeln. Sie drücken einfach erst an der Basisstation diesen WPS-Knopf und dann in kurzer Zeit in Reichweite den WPS-Knopf an dem zusätzlichen Adapter, den Sie gekauft haben. Und dann verbinden sich die beiden wieder sicher. Das Ganze also auch sehr einfach eingerichtet. So, ich habe jetzt die Verbindung hier mit 4 Balken, habe jetzt den Media Receiver eingeschaltet und wie wir im Hintergrund sehen, startet jetzt der Media Receiver und aktualisiert die Daten und das Internet kommt jetzt, wie gesagt, über die WLAN Bridge vom Router zum Media Receiver. Das Starten funktioniert, wie man sieht, der Fortschritt ist hinten da, er hat nochmal eine aktuelle Systemsoftware installiert, das bereits über die Internetverbindung, über die WLAN Bridge. Also das Ganze funktioniert. So, im Hintergrund haben wir jetzt ein Live-TV-Bild von Entertain TV. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch in die EPG-Daten reingehen und hier alles nutzen. Wie gesagt, das IPTV der Telekom funktioniert hier kabellos über meine WLAN-Bridge. Das heißt, ich habe jetzt kein Netzwerkkabel verlegt. Sollte WLAN in Ihrem Haus an die Grenze stoßen und trotz der leistungsstarken WLAN-Bridge keine Verbindung möglich sein, gibt es alternativ zum Beispiel die Lösung über Powerline. Hier rechts die beiden Adapter. Da wird die Netzwerkverbindung über Ihre Stromleitung hergestellt. Wie das Ganze funktioniert, da gibt es auch Videos auf unserer Webseite und in unserem YouTube-Kanal.